Willkommen zurück bei Live. Ein kleines Häuschen mit Gemeinschaftspool für schon unter 500 Euro im Monat. Da lässt es sich doch aushalten, oder? Aber den Rest des Lebens und im Ausland, wo die Preise ja zwar günstig, aber die Liebsten weit weg sind, vor dieser Frage stehen gerade Marlies und Harry. Die gute Nachricht, hier in Bulgarien entsteht ein ganzes deutsches Dorf. Da mietet man die Gemeinschaft quasi gleich mit. Noch genießen Marlies und Harry die deutsche Sonne auf ihrem Balkon. Allerdings träumt das Rentnerpaar bereits von seinem neuen Leben. Erst reinspringen und dann langspringen schwimmen. Überhaupt der Pool, ne? Toll. Ja, der Pool ist cool. Toll. Schon seit Monaten stehen die beiden im Kontakt mit anderen deutschen Rentnern in Bulgarien, die schon bald ihre neuen Nachbarn sein könnten. Guck mal, Carola hat geschrieben, Dobro Utro, wünsche euch eine gute Reise, sehen uns dann morgen früh so 10 Uhr rum. Zum Frühstück. Ist doch toll. Finde ich gut. Denn schon heute Nacht reisen sie hierhin. In ein deutsches Rentnerdorf im Inland von Bulgarien, das in den letzten Wochen für Schlagzeilen auf der ganzen Welt gesorgt hat. In der Türkei, in Polen, in Rumänien, England, Bosnien und sogar in China. Auch deutsche Zeitungen berichten. Das Besondere, die Miete von einem kleinen Haus beträgt hier nur zwischen 490 und 660 Euro. Marlies und Harry beziehen eine kleine Rente. Über die genaue Summe zu sprechen, ist ihnen unangenehm. Nur so viel, ihnen bleiben nur wenige 100 Euro zum Leben. Zumal sie bisher Miete für gleich zwei Wohnungen zahlen. Er möchte nicht nach Eschweiler ziehen, sagen wir mal so, weil er sehr gern in Aachen wohnt. Seit 7 Jahren sind die beiden ein Paar. Und obwohl sie sich in Deutschland nicht auf einen Wohnort einigen konnten, geht es jetzt gemeinsam nach Bulgarien. Aber erstmal nur auf Probe. Für 2 Wochen Urlaub nehmen sie lediglich einen Rucksack pro Person mit. Ihr Gepäck ist klein, ihre Hoffnung dafür umso größer. Wir träumen von einem besseren Leben. Ja, auf jeden Fall. Dann kann die Reise losgehen. Das ist deins, das ist meins. Sollte Ihnen der Urlaub in Bulgarien gefallen, wollen Sie bereits im Januar Deutschland endgültig hinter sich lassen. Nur 2,5 Stunden Flug trennen Sie vom neuen Leben im Rentnerdorf. Die Homepage verspricht Großes. Rentnerglück im Sonnenland, raus aus der Armut, zurück ins Leben. Und tatsächlich werden die Rentner morgen etwas erleben, das in Deutschland undenkbar wäre. Ein 3-Gänge-Menü für einen wirklich unglaublich günstigen Preis. Die Idee für das deutschsprachige Rentnerdorf in Bulgarien hatte Jordan Milanov. Was genau dahinter steckt, wird der Deutsch-Bulgare uns noch erzählen. In Sofia erwartet er Harry und Marlies bereits. Und die können es kaum erwarten, endlich ihre potenziellen neuen Nachbarn kennenzulernen. Ja, wie toll ist das denn? Halli, hallo! Hallo! Herzlich willkommen! Auch mit dabei Birgit und Markus, die seit Februar in Bulgarien wohnen. Dankeschön. Als wären es alte Freunde, die ich schon ewig kennen würde. Also okay. Ist ein tolles Gefühl. 4 Stunden fahren die 5 jetzt zurück nach Lotzen durch die Nacht. Denn ihre potenzielle neue Heimat liegt mitten im Inland von Bulgarien. Knapp 3 Stunden vom berühmten Rentnerparadies, dem Goldstrand, entfernt. Kann das Dorf die beiden dennoch überzeugen? Einen wunderschönen guten Morgen. Einspazieren. Also ich bin positiv überrascht von Bulgarien, von der Küche hier. Das habe ich in Deutschland nicht so viel Platz. Jetzt gehen wir mal ins Badezimmer. Ist alles da, was man braucht. Ja, das ist das Schlafzimmer. Aber wir überlegen, ein etwas größeres Haus zu nehmen. Denn das können Sie sich hier tatsächlich leisten. Statt Mietwohnung ein ganzes Haus mit mehreren Schlafzimmern. Jetzt sind die beiden erstmal verabredet. Ihr Lieben, wir freuen uns. Wir freuen uns. Durch unser neues Tor. Carola. Schön. Die Geschwister Carola und Olli leben seit Mitte April in Bulgarien. Birgit und Markus sind seit Februar hier. Sie alle haben Deutschland aus einem Grund verlassen. Ich habe zum Beispiel nur eine ganz kleine Rente. Ich habe eine Erwerbsminderungsrente. Und für mich war es in Deutschland sehr schwer. Nur 1.070 Euro bekommt Carola. Ihre deutsche Rente können sie in Bulgarien ganz normal weiterbeziehen. Und davon können sie sich hier mehr leisten als in Deutschland. Denn in Bulgarien ist alles rund 50% günstiger. Allerdings ist die medizinische Versorgung in Bulgarien schlechter als im Rest der EU. Es ist nicht
der Standard Deutschland. Aber das brauchen wir hier auch nicht. Die ärztliche Versorgung ist hier gewährleistet. Und für Sie überwiegen die Vorteile. Die deutsche Gemeinschaft und der höhere Lebensstandard, den Sie sich hier leisten können. Aber auch die Einheimischen profitieren von dem Projekt, denn ein Großteil der Häuser im Dorf steht leer. Viele alte Menschen sind gestorben. Die Jungen ziehen in die Stadt oder ins Ausland. Auch Jordan lebte 20 Jahre lang in München. Ich hatte immer dieses Heimweh. Und ich habe mir die ganze Zeit auch überlegt, was kann ich machen, damit ich nach Bulgarien zurückkehren kann. Ihm kommt die Rentnerdorf-Idee. Jordan möchte sein Heimatdorf Lotzen wieder aufbauen und der örtlichen Wirtschaft so helfen. Er kauft 12 Häuser, 6 davon sind bereits renoviert. Jordan lebt von der Vermietung der Häuser und kann gleichzeitig sein Heimatdorf retten. Das neueste Bauprojekt, dieses Gemeinschaftshaus mit einem Highlight. Oh nein! Ja? Oh nein! Traumhaft schön, traumhaft schön. Ich bin so begeistert, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Was für ein Luxus. Aber können sich unsere Senioren das tatsächlich leisten? Erträumt habe ich mir das immer. Nur Träume bleiben Schäume in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier ist das, wird der Traum zur Wirklichkeit. Was Besseres geht nicht. Denn für ein renoviertes Haus zahlen Harry und Marlies hier weniger als für ihre Wohnungen in Deutschland. Zwischen 490 und 660 Euro Miete. Für bulgarische Verhältnisse viel Geld. Doch dafür bekommen die Rentner die Rundumbetreuung von Jordan. Er begleitet sie bei Amtsgängen, übersetzt und hilft, wo er kann. Auch beim Einkauf. Und auch hier können Harry und Marlies sparen. So, jetzt schauen wir mal, was es hier so gibt. Schönes. 10 Minuten ist der kleine Supermarkt mit dem Auto entfernt. Etwa eine halbe Stunde müssten sie für einen Einkauf im Discounter fahren. Aber ist das wirklich notwendig? Aber ist der Wahnsinn, hör mal, Pfirsich. Kilo, 2 Euro. Und in Deutschland? Ja, fürs Kilo bezahlt es schon 4,99, ne? Also da gehen schon mal 2 von mit. Ist ja wohl ganz klar, ne? 60 Cent für den Joghurt. In Deutschland 1,50 Euro. Bulgarische Produkte sind wirklich sehr preiswert. Getränke, darunter auch Alkohol, Nudeln, Milchprodukte, Brot und frisches Obst. Wie viel muss das Paar dafür bezahlen? Für das Ganze 22 Euro bezahlt. Also ist ja schon preiswert, ne? Für den gleichen Einkauf hätte Marlies in Deutschland das Doppelte gezahlt. Gestern noch gehörten Marlies und Harry, wie so viele Rentner in Deutschland, zu den Menschen, die jeden Euro zweimal umdrehen mussten. Heute sieht das in Bulgarien ganz anders aus. Es ist schon ein bisschen komisch, dass man an zwei verschiedenen Orten mit demselben, was man hat, unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Am Abend gehen alle zusammen essen. Ein Luxus, den sich die Rentner in Deutschland nur selten gönnen. Zwar gibt es hier keine Speisekarte, täglich bietet die Wirtin ein Gericht an. Doch der Preis überzeugt. Unglaublich, aber für Vorspeise, Hauptgericht und Getränke zahlen sie nur 6 Euro pro Person. Rein theoretisch, ja. Kannst du jeden Abend warm essen gehen. Diesen Luxus, jeden Tag essen gehen zu können, ist in Deutschland gar nicht alternativ möglich. Was bedeutet das für die Zukunft der beiden? Wenn kein Haken kommt, kann ich mir das gut vorstellen. Ganz einfach. Weil ja, man lebt wie Gott in Frankreich und in Deutschland, da lebst du wie ein Bettelmann. Werden sie den Alltag in Bulgarien auf die Probe stellen. Dann wollen sie sich entscheiden. Und schon im Januar könnte ihr Leben für immer so aussehen.